Ich bin Hella, 28 Jahre alt und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Methoden der Signalverarbeitung an der Technischen Universität München. Seitdem ich auf der Schule in Tunesien war, hat mich Mathe immer mit seiner klaren Struktur begeistert. Ich habe mich dann für Elektro- und Informationstechnik entschieden. Meiner Meinung nach bringen Ingenieure hochspannende, hochintelligente Lösungen in die Welt anhand mathematischer Tools. Und ich wollte immer eine von denen sein. In die Technische Universität München bin ich dann gegangen, weil die Uni einen guten Ruf hat und mir München mit seinem großen Angebot von kulturellen Veranstaltungen und Arbeitsmöglichkeiten sehr gut gefallen hat. So sieht die Zukunft der drahtlosen Kommunikation aus. Milliarden von vernetzten Endgeräten kommunizieren miteinander mit hoher Geschwindigkeit. Die vielen Endgeräte, die schicken Signale in die Luft zueinander. Allerdings gibt es in der Luft viele Hindernisse, die die Signale stören. Im Rahmen meiner Doktorarbeit entwickle ich Signalverarbeitungsmethoden, um die Signalstörungen zu minimieren, um eine sehr schnelle und äußerst zuverlässige Kommunikation zu gewährleisten. Besonders Spaß an meiner Arbeit macht mir die Vielfältigkeit der Aufgaben. Ich forsche, betreue Studenten und diskutiere stundenlang mit meinen Kollegen über hochinteressante Forschungsthemen. Darüber hinaus nehme ich an Workshops und internationalen Konferenzen teil, wo ich mich mit Forschern aus der ganzen Welt austauschen und Kontakte knüpfen kann. Als Ingenieurin habe ich eine herausfordernde Fragestellung. Ich entwickle dafür innovative Lösungen und entdecke bei meinen Konferenzreisen neue Kulturen.